Oh mein Gott, ich weiß nicht, wie ich das erzählen soll. Hallo ihr Lieben, ich wollte heute einfach die Gelegenheit mal nutzen, um einfach mal Danke zu sagen. Und ja, ich kann es nicht glauben, was hier in den letzten Monaten passiert ist. Wir sind jetzt aktuell 1100 Leute hier auf diesem Kanal und ich frage mich immer noch, wann ist das passiert und wie ist das passiert? Ich möchte an dieser Stelle auch ein ganz, ganz großes Dankeschön an alle meine Abonnenten sagen, die meinen Kanal geteilt haben, die da Werbung für mich gemacht haben. Und einen ganz, ganz großen Dank auch an meine Marketingmanagerin, die mich wirklich in sämtlichen Gruppen geteilt hat und die mich wirklich auch überall geteilt hat. Also vielen, vielen Dank. Du weißt, dass du gemeint bist, Niggi. Ich danke dir an dieser Stelle auch. Und ja, ich danke auch allen anderen, die für mich da Werbung gemacht haben und die meinen Kanal geteilt haben. Vielen, vielen Dank. Ich kann es irgendwie immer noch nicht glauben, dass wir jetzt über 1000 sind. Ich habe damals gesagt, wenn wir 500 sind, bin ich happy und dann bin ich glücklich und dann freue ich mich. Und alles, was danach kommt, ist schön. Aber das 500 war so für mich damals die magische Grenze und jetzt sind wir 1100. Heilige... Mein Gott, ich freue mich so. Ich kann es immer noch nicht glauben. Danke an alle anderen Abonnenten, mit denen ich in den letzten Wochen geschrieben habe, die mir gesagt haben, dass sie meinen Kanal geteilt haben, weil sie ihn so toll finden. Auch ein ganz, ganz großes Dankeschön an euch alle. Ich finde es immer noch wahnsinnig schön, dass ihr mir so ein tolles Feedback gebt, dass ihr mir sagt, dass ihr meine Videos toll findet, dass ihr mich gern habt und vor allem, dass ihr auch so fleißig kommentiert immer. Und ich finde es so schön, dass wir hier wirklich teilweise einen sehr, sehr guten Austausch auch untereinander haben und ja, da freue ich mich immer noch am meisten drüber. Und ja, wie gesagt, heute das Video einfach mal vielen, vielen Dank an euch alle da draußen, die meine Videos regelmäßig gucken und kommentieren und auch liken und ja, auch wie gesagt, Werbung für mich machen, weil ich bin ein Mensch, ich habe ehrlich gesagt für mich nie wirklich Werbung gemacht und ich danke euch wirklich von ganzem Herzen. Ich habe mir gedacht, ich nutze die Gelegenheit nicht einfach nur, um Danke zu sagen, sondern um gleich mal wieder ein kleines Gewinnspiel zu machen, aufgrund dessen, dass wir die 1000 Abonnenten erreicht haben, weil ich mache das ja jetzt nicht zum Kanalgeburtstag oder so, deswegen dachte ich mir, machen wir das mal, wenn wir die 1000 haben und die haben wir jetzt erreicht, sogar schon 1100, ich hänge jetzt ein bisschen hinterher, aber naja, Zeitmanagement und so, ihr wisst, ich bin da nicht so die plant, die am meisten plant, also ich bin da eher fair plant, also ihr wisst, was ich meine, ihr kennt mich ja inzwischen und ich habe mir Folgendes überlegt, ich habe zwei Pakete für euch zusammengepackt quasi. Ich hatte ja in meinem Anhör schon gesagt, dass ich meine Rezensionsexemplare auf jeden Fall mit verlosen möchte, die ich nicht behalten möchte. Die habe ich einmal mit ins Paket gepackt und dann habe ich noch eine Kleinigkeit für euch besorgt. Und ja, wie gesagt, zwei Pakete habe ich vorbereitet und ein drittes Paket habe ich noch zusammengepackt von meinen Unhaul-Büchern quasi, die jetzt so übrig geblieben sind. Und ich habe mir gedacht, ich verlose die mit an einen für euch und vielleicht freut sich ja der eine oder andere drüber, die Bücher noch zu bekommen. Auch wenn sie jetzt schon gelesen sind, ja, ich dachte mir, ich hau sie einfach mit raus, dann bin ich sie los und gebe es an euch ab und dann könnt ihr euch dann... Dieses Gewinnspiel hat natürlich die üblichen Teilnahmebestimmungen. Ihr müsst mindestens 14 Jahre oder älter sein, um an diesem Gewinnspiel teilzunehmen. Wenn ihr unter 18 Jahre alt seid, dann brauche ich natürlich die Einverständniserklärung eurer Eltern, dass ihr an diesem Gewinnspiel teilnehmen dürft. Und dieses Gewinnspiel wird von mir veranstaltet. Ich zahle die Preise nicht in bar aus. Der Versand ist nur innerhalb von Deutschland möglich. Und jetzt muss ich überlegen, war da noch irgendwas? Falls es noch irgendwelche Gewinnspielbedingungen gibt, die mir gerade nicht einfallen sollten, wobei ich eigentlich nicht denke, dass es da noch welche gibt, schreibt sie auf jeden Fall unten in die Infobox. Schaut auf jeden Fall nochmal mit rein. Natürlich müsst ihr auch noch etwas tun, um an diesem Gewinnspiel teilnehmen zu können. Schreibt mir einfach unten einen Kommentar, was ihr vielleicht gerne von mir sehen wollen würdet. Weil ich finde es immer sehr, sehr schwierig, sich hinzusetzen und neue Sachen auszudenken. Wenn dann vielleicht die Leute das gar nicht mögen und gar nicht gucken wollen. Deswegen würde mich mal interessieren, was wollt ihr gern von mir mal sehen? Sagt es mir einfach und dann schauen wir mal, was ich umsetzen kann da davon. Ich weiß, ich wurde schon letztens gefragt, was mit meinem Lesetagebuch ist, ob ich da nicht mal wieder was machen kann. Aber da habe ich einfach gemerkt, dass das damals nicht so gut ankam. Und es ist schon sehr, sehr schwierig bei einigen Sachen, das alles immer zu filmen. Und es ist auch sehr, sehr viel Arbeit teilweise, das alles zu filmen. Und ja, wenn es dann gar keinen interessiert, dann kann ich mir die Zeit auch einmal sparen. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen würde mich auf jeden Fall mal interessieren, was würdet ihr gern mal von mir sehen? Oder was sind bestimmte Formate, die ich jetzt nicht mache, die es vielleicht bei anderen gibt, die euch interessieren, wie zum Beispiel Leselisten. Ich finde Leselisten-Videos, naja,
es ist eine Liste für Bücher, die ich in dem Monat lese und dann stelle ich die Bücher am Ende nochmal vor. Das sind dann, ist dann für mich zweimal ein Video mit den gleichen Büchern, deswegen mache ich sowas nicht. Aber falls ihr sowas sehen wollt, schreibt es mir in die Kommentare, es interessiert mich auf jeden Fall. Ich lose dann einfach von den ganzen Kommentaren einfach einmal quer durch aus. Es wäre schön, wenn ihr mir schreibt, ob ihr lieber Paket 1 oder Paket 2 haben wolltet, weil dann kann ich das so ein bisschen trennen. Wie gesagt, das dritte würde ich dann eher so als Trostpreis irgendwie noch mit verschenken. Und ja, kommen wir jetzt erstmal zu dem, was es zu gewinnen gibt. Im ersten Paket, was ich für euch so zusammengepackt habe, habe ich mir gedacht, tue ich einmal rein 1000 Nächte aus Sand und Feuer von Emily K. Johnston. Das habe ich als Rezensionsexemplar vom CBT Verlag bekommen. Und dieses Buch ist mehr Märchen als ein Roman. Und ich fand die Geschichte sehr, sehr interessant, aber sie war einfach nicht mein Fall, so vom Schreibstil her. Und deswegen möchte ich dieses Buch nicht zwingend behalten. Deswegen dachte ich, vielleicht freut sich der eine oder andere bei euch darüber. Und ja, das wäre Buch Nummer 1 in diesem Paket. Dann habe ich noch ein zweites Buch dazu getan, wo ich dachte, das passt zum Schreibstil und von den Ganzen sehr gut zusammen. Und zwar Elfenkurs von Evelyn Pike. Auch dieses Buch war nicht ganz mein Geschmack. Es ist ein Jugend-Fantasy-Buch, in dem es um Elfen geht. Und ja, ich dachte, die beiden Bücher passen so von der ganzen Art und Weise her ganz gut zusammen. Und deswegen sind diese zwei Bücher auf jeden Fall in dem Paket. Und dann tue ich noch eine Kleinigkeit mit rein. Ich war ja im London-Urlaub und ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe, aber ich liebe diese Ketten, wo die Uhren drin sind. Ich finde die ganz, ganz toll und die kriegt man ja hier bei uns in Deutschland nur sehr schwierig. Und deswegen habe ich gedacht, als ich in London war, ich bringe für euch auch mal eine Kette mit. Und zwar habe ich zum einen diese Kette hier gekauft. Da ist ein Schmetterling drin und auch die Kette kann man hier aufmachen und da ist eine Uhr mit drin. Und ich finde die ganz, ganz schön und ich finde die ganz, ganz süß und ja, ich mag diese Ketten einfach total gerne und deswegen tue ich die in dieses Paket noch mit rein zu den Büchern. Als letztes packe ich euch noch was Kleines zu naschen aus London mit ins Paket, denn ich bin ein Mensch, wenn ich Bücher lese, brauche ich oftmals was Süßes da dazu und deswegen kriegt ihr noch was Süßes von mir auch aus London mit ins Paket und das wäre Paket Nummer 1. Ich finde, wie gesagt, die Bücher passen sehr, sehr gut zusammen. Ich finde die Kette wirklich sehr, sehr süß und das Naschzeug schmeckt. Ich habe es probiert. Ich habe es offen. Das zweite Paket, was ich für euch vorbereitet habe, enthält dieses Buch hier. Auf einer wie dich habe ich lange gewartet von Patricia Büchalski. Dieser Name ist sehr, sehr schwierig. Auch dieses Buch habe ich vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen. Es ist eine wirklich sehr, sehr süße Liebesgeschichte. Und ich finde aber, ich bin einfach zu alt für dieses Buch. Es ist wirklich eine Liebesgeschichte für junge Erwachsene. Und ich konnte mich in die Charaktere teilweise nicht so ganz hineinversetzen. Aber ich mochte den Schreibstil, ich mochte die Handlung von dieser Geschichte wirklich sehr, sehr gern. Aber es ist jetzt halt kein Buch, wo ich sage, ich muss es unbedingt behalten. Und deswegen dachte ich, ich verlose es an einen für euch. Da freut sich vielleicht wer anders noch drüber. Und ja, das wäre Buch Nummer 1. Das zweite Buch, was ich noch mit in dieses Paket gepackt habe, habe ich selber gekauft. Es ist ein preisreduziertes Mängelexemplar, obwohl Mängel ist nicht wirklich dran. Man hat hinten einfach nur mal so einen Ratscher drüber gemacht, dass es reduziert werden kann. Und zwar habe ich gekauft Stay With Me von Jaylin. Ihr wisst, es ist der absolute Lieblingsteil der Wait For You Reihe von mir. Und ich liebe die Geschichte. Ich liebe Keller und ich liebe Jax und oh mein Gott, was in dieser Geschichte alles passiert, es ist so unheimlich gut und ich liebe sie einfach und deswegen dachte ich, als ich dieses Buch gesehen habe, das muss mit ins Paket, damit derjenige, der das gewinnt, genauso viel Freude an dieser Geschichte hat wie ich. Man muss nicht unbedingt Band 1 und 2 im Vorfeld gelesen haben. Es wäre natürlich praktischer, wenn man es im Vorfeld gelesen hat, muss aber jetzt hier nicht zwingend sein, man kann es auch unabhängig voneinander lesen und wie gesagt, es ist meine Lieblingsgeschichte und deswegen kommt sie mit in das Paket. Und auch für dieses Paket habe ich eine Kette noch gekauft in London, diese hier. Sie sieht ein bisschen aus wie der goldene Schnatz, nur ist halt Silber und auch hier ist eine Uhr innen drin enthalten und ich finde sie sehr, sehr cool. Also ich hätte sie am liebsten, glaube ich, auch selber behalten, aber ich habe mir schon so viele andere Ketten gekauft im Urlaub und es wäre einfach zu viel geworden, deswegen verlose ich die noch mit an euch. Wie gesagt, ich finde sie sehr, sehr cool, ich finde sie richtig schön und ja, wie gesagt, ist so eine goldene Schnatz-Imitation halt in Silber. Und natürlich tue ich in dieses Paket auch noch was zu naschen mit rein, denn wie gesagt, das gehört einfach
zum Lesen für mich da dazu. Kommen wir jetzt zu meinem dritten und letzten Paket, was quasi der Trostpreis ist. Und das sind drei Bücher, die ich jetzt noch von meinem Unhaul übrig habe. Wo ich mir einfach dachte, ich verschenke sie noch mit an euch. Vielleicht freut sich ja der ein oder andere drüber. Und zwar ist das zum einen Teufelsherz von Sabrina Kunai. Das ist auch eine Engelsgeschichte mit einem Dämon. Und da geht es um ein Mädchen, was dann diesen Dämon als Schutzengel zugewiesen bekommt. Und das funktioniert natürlich alles nicht so einfach. Ich mochte die Geschichte eigentlich ganz gern, aber auch hier bin ich, glaube ich, einfach zu alt. Also es ist, glaube ich, auch mehr eine Geschichte für jüngere Leute und ja, es ist halt auch ein Jugendbuch. Das zweite Buch, was ich noch übrig habe, ist dieses hier, Dante Walker Seelensammler. Dante ist wirklich ein ganz, ganz toller Charakter und ich fand dieses Buch auch wirklich nicht schlecht von der Handlung her, aber mir war das einfach ein bisschen zu viel Kitsch und ein bisschen zu stereotypisch und alle Klischees, die es so gibt, wurden hier bedient und das war mir einfach von allem zu viel. Aber ich weiß von ganz, ganz vielen Leuten, dass sie dieses Buch wirklich sehr, sehr gut fanden und dass es ihm unheimlich gut gefallen hat. Und deswegen dachte ich, ich schenke Dante einen von euch. Vielleicht kann er ja einen von euch noch erfreuen. Ich muss dazu sagen, dieses Buch hat eine Leserille. Ich habe es irgendwie nicht geschafft, das ohne Leserille zu lesen, leider. Und das dritte Buch, was ich da jetzt einfach noch mit reinpacken würde, habe ich letzten Monat erst gelesen und zwar Battle Island von Peter Freund. Auch hier habe ich eine Leserille reingemacht, leider. Und es ist ein bisschen krumm gelesen. Aber ansonsten ist es, auch dieses Buch noch komplett in Ordnung. Wenn ihr meinen letzten Lesemonat gesehen habt, wisst ihr ja, dass dieses Buch mich nicht so 100% überzeugen konnte. Und dass es mich am Anfang ein bisschen gestört hat, dass es so von A nach B gesprungen ist und hin und her gesprungen ist von der Handlung her. Und das hat mich sehr, sehr gestört am Anfang. Und ich dachte aber, die Geschichte an und für sich ist ja wirklich sehr, sehr cool. Und die Charaktere sind eigentlich auch ganz, ganz toll. Und deswegen dachte ich, ich verlose es mit an einen von euch. Vielleicht freut sich da ja wer drüber und findet mehr Gefallen an dieser Geschichte als ich. Das war das dritte Paket, wie gesagt, der Trostpreis in dem Sinne. Und ja, wenn ihr an diesem Gewinnspiel teilnehmen wollt, wie gesagt, schreibt mir einfach in die Kommentare, was ihr gerne von mir sehen wollen würdet und welches Paket ihr gerne haben wollen würdet. Ich bedanke mich an dieser Stelle natürlich wie immer fürs Gucken und wünsche euch noch eine schöne Woche. Das Gewinnspiel, das sollte ich vielleicht noch dazu sagen, läuft jetzt exakt 4 Wochen und in 4 Wochen werde ich den Gewinner dann auslosen und auch über YouTube oder so anschreiben. Muss ich mal gucken, das hat das letzte Mal aber eigentlich auch ganz gut geklappt und ja, sage euch dann Bescheid, was die Auslosung ergeben hat. Macht's gut, bis dann, tschüss!